Ja, man soll ja auch in der Nacht sehen, wo man denn so hinläuft, wenn man denn ins Wasser fällt. Was? Wo man so hinläuft, wenn man ins Wasser fällt. Naja. Ja, ein bisschen Außenbeleuchtung fürs Haus. Mit den Lampen habe ich mich irgendwie auch gequält. Die haben mir alle nicht so richtig gefallen. Ich wollte schon gerne natürlich was ja, Holzoptik. Okay, das sind jetzt Metalllampen. Aber schon was so ein bisschen passt. Bisschen rustikal, aber nicht zu rustikal, auch nicht zu groß, nicht zu klein. Aber die Lampen waren ganz in Ordnung, denke ich. Und was habe ich jetzt gemacht? Ach, die Außenfassade. Ja, die wollte ich auf jeden Fall natürlich in Holz haben. Soweit ich mich erinnere, kommt da dunkles Holz noch, oder? Ich weiß nicht. Nein, ich glaube, ich habe es weiß gelassen. Na, wir werden es gleich sehen. Doch, ich habe es weiß gelassen. Weil das auch mit dem Dach eigentlich ganz schön gepasst hat, ne? Mit der Farbe vom Dach. Und ja, genau, ich habe weiße Holzpaneele genommen. Unser Bungalow damals war aus dunkelbraunem Holz. Das hätte ich natürlich gern gehabt. Aber hier mit der Dachfarbe, das hat immer alles irgendwie ein bisschen komisch ausgesehen. Da passte weiß dann irgendwie doch am besten. Ja, genau, weiß habe ich es gemacht. Ja, ein bisschen gucken, ob alles passt, ne? Kurz abchecken. Ja, mal gucken, was haben wir denn da alles? Genau. Da noch ein bisschen Deko draußen auf die nicht Balkons, Terrassen. Genau, damit man auch mal was Schönes abstellen kann. Die Tische fand ich eigentlich ganz hübsch. Und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch nicht alle Add-ons. Da kann man sicher dekomäßig ein bisschen mehr jetzt inzwischen rausholen, wenn man alle Add-ons hat. Pflanzen natürlich ganz wichtig. Ich liebe ja so Zimmerpflanzen, Grünpflanzen, Palmen und Yuccas und Fikusse und wie sie alle heißen. Finde ich persönlich sehr schön. Habe ich hier in meiner Wohnung auch überall Grünpflanzen. Finde ich total gut. Blumen brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber Grünpflanzen finde ich schon super, muss ich sagen. Und ja, da geht es dann hier an die Innengestaltung. Und wie gesagt, ich bin nicht so eine Dekomaus. Also bei mir wird das hier nicht überladen. Da könnt ihr mal von ausgehen. Ja, oh, ja, eben, das war auch schwierig. Wie macht man die Wände innen? Ja, dieser eine Holzton, den wir da eben hatten, dieser dunkelbraune, den fand ich eigentlich schon ganz gut, glaube ich. Aber ich glaube, ich habe ihn nicht genommen, warum auch immer. Weiß es gar nicht mehr. Warum habe ich diesen Holzton jetzt genommen? Behalte ich den oder nehme ich noch was anderes? Ja, da kommt das Bad dann rein. Das wollte ich nicht in Holz haben. Ja, also bei mir wird das hier nicht überladen mit allem Schnickschnack. Da kommt nur das Nötigste rein. Und wenn man in so einem Urlaubsresort ist, in so einem Wasserbungalow, da hat man, ne, ist ja letztendlich wie so eine Art Hotelzimmer. Da hat man ja auch nicht jeden Schnickschnack und Schnickedöns und Deko hier und Deko da. Da hat man hier ein kleines Blümchen und dann war es das auch schon. Ja, das Bad, ach Gott, ey, ich wollte es eigentlich so ein bisschen passend zum Thema natürlich auch haben. Ne, Tortuga, Malediven, Inselresort, irgendwie sowas in der Art. Ich fand es sehr schwierig. Das Bad war irgendwie. Nee, also ich glaube, so habe ich es nicht gelassen. Ich bin mir sicher, so habe ich es nicht gelassen. Das würde ich so nicht lassen. Ich glaube, da war ich verzweifelt. Habe erst mal da die Tapete mit den Fliesen an die Wand geklatscht. Ich mag ja sehr gerne Stein. Irgendwie. Habe ich jetzt wirklich das Bad so gelassen? Die Tapete mit den Fliesen? Ich meine, es kann natürlich sein. Es passt ja zum Fußboden. Ich war verzweifelt. Und es musste natürlich auch immer zu diesem Holzambiente da, ne? Zu diesem Holzwaschtisch und der Dusche sollte es ja auch passen. Und ich liebe diese runden Teppiche. Diese ganz einfachen runden. Die benutze ich fast überall bei Sims. Eigentlich nehme ich gar keine anderen. Die haben so schöne Farben hier in dem Spiel. Und auch durch das Größer und Kleiner machen kann man die überall verwenden. Ich finde die richtig schön. Habe ich das jetzt wirklich so gelassen? Die Wand mit dem Fußboden? Ich meine, das sieht gut aus. Aber es ist nicht mehr, es ist nicht der,
der Stil vom Inselresort, oder? Also er gefällt mir gut, aber passt nicht so ganz zum Thema. Aber na gut, anscheinend habe ich es so gelassen, warum auch immer. Ach, und ihr seht schon, wie lange das hier bei mir dauert, bis ich mich dafür irgendwas mal entscheide. Ja, dieser ganze Schnodder, alles viel zu groß. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, viele, ja, ich glaube, ich habe es dann auch so gelassen. Eventuell habe ich mir vielleicht noch eine Pflanze reingestellt. Aus purer Verzweiflung. Ja, ach so, die Pflanze steht schon, genau. Die Pflanze habe ich schon gebaut. Es ist nicht hässlich. Ja, Spiegel, okay, muss natürlich sein. Habe ich den Spiegel behalten? Ja, gut, es war halt das Problem, ne? Ich brauchte einen Spiegel, der zu dem Waschtisch passt. Und das war gar nicht so einfach. Ja, überhaupt. Man sieht es schon. Ich probiere hier, ich probiere da, dann gefällt mir das so nicht. Dann mag ich das nicht. Das Bett war viel zu groß. Das passte mir vom Thema nicht. Ach, es war nicht einfach, ich schwör's euch. So Innendeko ist so gar nicht meins. Ein Tisch, zwei Stühle, fertig. Ja, diese Beistelltische, das sieht man hier. Obwohl der war sowieso aus dem falschen Addon eben, dieser große eckige mit der weißen Platte. Aber die Beistelltische, ganz ehrlich, finde ich generell viel zu groß. Also wenn man hier, wir sind ja jetzt im Schlafzimmerbereich, sich den Beistelltisch oder die Beistelltische dazu anschaut, sind aber viel zu groß. Gefällt mir nicht. Die müssten ein bisschen kleiner sein, aber alle insgesamt. Da versuche ich jetzt so eine Art Abtrennung zu schaffen zwischen dem Schlafbereich und dem Wohnbereich. Und wir haben ja Paravents bei Sims 4, aber die sahen alle kacke aus. Also habe ich hier versucht, irgendwie mit Pflanzen eine Abtrennung zu schaffen. Aber es sah alles nicht schön aus. Aber gar nicht schön. Nee, das habe ich auch nicht gelassen. Keine Sorge, ihr Lieben. Es wird auch nicht in einer anderen Farbe besser. Nein, nein. Genau, kam wieder weg. Ich glaube, ich habe es gar nicht abgetrennt. Weil mir das alles nicht gefallen hat. Diese ganzen Raumtrenner und Paravents, die sahen alle kacke aus. Deswegen habe ich mich dann erstmal an der Küche irgendwie versucht. Bisschen Farbe wollte ich ja auch reinmachen. Ich glaube, die Küche wird rot, bleibt rot. Aber die passt jetzt mal so gar nicht zum Holz, ne? Naja, man muss Abstriche machen, ne? Sehr schwierig. Sehr schwierig, das Ganze hier für mich mit diesem Deko-Gedönse hier. Aber das ist dann auch der Grund, warum, wie ich schon sagte, ich nicht alle drei Häuser eingerichtet habe. Ich habe mich hier so gequält mit einem Haus, dass ich auf die anderen beiden dann auch einfach keine Lust mehr hatte. Das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ich fand das schon sehr anstrengend, das irgendwie alles so hinzupömpeln, damit es einigermaßen nach irgendwas aussieht. Was mich immer stört, ist, dass wenn man den Kühlschrank hier in Sims an die Arbeitsplatten anschließt direkt, dass er eben nicht direkt immer anschließt. Da ist immer ein Spalt. Zwischen Kühlschrank und der Theke ist immer ein Spalt, der hässlich aussieht. Gefällt mir nicht. Deswegen steht der Kühlschrank jetzt hier auch wieder einzeln. Und was mir bei die Sims hier auch überhaupt nicht gefällt, sind die Herde. Das sind, das weiß ich, diese amerikanischen Herde, die oben diese Leiste haben, wo die Knöpfe sind. Ich denke, die Amerikaner haben das in der Regel so. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Ich kenne es auch nur aus dem Film, aber da haben die halt diese Herde, wo oben die Leiste ist, an der Wand. Und ich persönlich finde das ausgesprochen hässlich. Und da muss ich ganz ehrlich euch sagen, die ganzen Herde für die Küche finde ich alle nicht schön. Das sieht immer komisch aus irgendwie. Naja, ich begebe mich zum Wohnzimmer, wie ihr seht. Das ist dann schon eine Nummer einfacher für mich, weil ich generell finde, dass wir bei Sims hier schöne Zweier- und Dreier-Couchen haben. Und ja, da hadere ich jetzt hier mit dem Tisch, wo der Fernseher drauf soll. Es war mir alles, glaube ich, zu modern oder zu hässlich. Es war mir, ja, ich wollte, ja, ich weiß gar nicht, was ich wollte.
Der Tisch ist jetzt auch sehr modern, aber eben schlicht. Ich glaube, den habe ich auch behalten. Ich hätte lieber was gehabt, was ein bisschen auch mehr zum Thema Inselresort oder Inselbungalows passt. Habe ich aber so nicht gefunden. Also habe ich es doch sehr modern gehalten, stelle ich gerade fest. Passt überhaupt nicht zur Innenwand. Mit diesen Holzpaneelen. Oh, da versuche ich mich jetzt schon wieder hier am. Genau, da habe ich die Paravents entdeckt. Und die sehen alle richtig kacke aus. Damit kann man diese beiden Räume nicht voneinander trennen. Das war ganz schrecklich. Nächster Versuch: Blumen wieder. Beziehungsweise Grünpflanzen. Okay, genau, ich glaube, da habe ich mich dann dazu durchgerungen, dass ich da nur eine olle Pflanze hinstelle, so ein bisschen. Um das Bett abzugrenzen. Was suche ich denn jetzt? Ach so, richtig, das Nachttischproblem. Genau, da fiel mir nämlich ein, es gibt ja auch so Regalbretter. Das wäre doch eine wesentlich bessere Möglichkeit, um da nachttischmäßig irgendwas hinzukriegen, was nicht so riesig aussieht. Ach, guck mal, ich ändere die Innenfarbe. Das war schlau, denn die Farbe sieht wesentlich besser aus. Ja, da hatte ich Probleme mit der Pflanze an der Ecke, wo jetzt das Regalbrett hängt, ne? Also habe ich die Pflanze da weggemacht. Ja, und wieder die runden Teppiche, wie ihr seht. Ich finde die wunderschön. Das sieht gar nicht schlecht aus, ne? So im Nachhinein. Oh, jetzt kommt's hier. Jetzt wird hier mit Balken gearbeitet. Richtig. Da hatte ich den Gedanken, vielleicht könnte ich irgendwie versuchen, eine Gardine zu ziehen. Ich bin mir sicher, dass das geht irgendwie. Man kann das machen. So mit irgendwie Balken, Leisten, Raum, genau. Und dann die Gardine dran klatschen. Ja, und dann die Wand weg oder so, ne? Und dann kriegt man das hin. Aber die Gardinen, die ich hatte, die waren einfach Schrott. Die passten irgendwie, glaube ich, von der Größe nicht, von der Art nicht. Das sah alles kacke aus. Das seht ihr schon, ja. Aber ihr seht, ha, guckt mal. Also so würde man jetzt eine Gardine mitten in den Raum bekommen. Einfach eine Wand ziehen, die Gardine dran machen, Wand wieder abreißen. Aber wie gesagt, die Gardinen waren alle Schrott. Da hatte ich, glaube ich, sowas im Sinn wie so eine Art Himmelbett. Aber das hat nicht geklappt. Ich habe mir also wieder mit der Pflanze beholfen. Vom Himmelbett zur Pflanze, ihr Lieben, ihr seht es schon. Eieieiei. Aber das ist schön, dass ich mir das gerade nochmal angucke. Seht ihr mal, da fällt mir halt wieder ein, wie man Gardinen mitten in die Pampa hängen kann, ohne eine Wand zu haben. Einfach vorher eine setzen. Ich glaube, da war ich jetzt frustriert. Da habe ich gedacht, ich mache außen ein bisschen weiter und setze mal ein paar Palmen. Eieiei. Ja, bei mir sehen die auch immer komisch aus. Das sieht irgendwie so hingeklatscht aus, da jetzt mit den Palmen. Ich mache die zwar teilweise dann auch noch größer und kleiner. Aber trotzdem sieht das bei anderen immer schöner aus. Ich weiß nicht, woran das liegt. Naja, ich habe sie auch gedreht. Trotzdem sieht es bei mir komisch aus. Manchmal wollten die auch einfach nicht da sitzen, so wie sie sollten. Aber naja. Aber ich glaube, ich mache da auch noch Grünzeug drumherum, damit es nicht ganz so blöde aussieht. Aber es sieht toll aus, oder? Also so von oben betrachtet, ganz grob, bin ich sehr stolz. Kann ich gar nicht anders sagen, dass ich das überhaupt hingekriegt habe. Nicht vergessen, das ist mein erstes Mal, ihr Lieben, dass ich sowas versucht habe in der Art und überhaupt so komplex, also für mich komplex und kompliziert. Und da bin ich schon sehr zufrieden mit dem ersten Ergebnis. Wie gesagt, ich habe mir überlegt, ob ich euch das zeige, weil ich weiß, wie toll manche von euch bauen können. Da kann ich mich ja nur hinter verstecken. Aber ich habe mir die Videos dann jetzt halt nochmal angesehen und habe so gedacht, es sieht eigentlich schön aus. Für deinen ersten großen Versuch ist es richtig gut geworden. Komm her, das zeige ich euch. Ja, was war denn das? Ach, ein Kochbananenbaum, der ist da eingegangen. Seht ihr mal, jetzt haben wir das auch geklärt. Der Kochbananenbaum, der hat es nicht überlebt. Gottchen. Ja, ihr Lieben, und letztendlich ist das jetzt das nicht fertige Produkt, denn weiter habe ich es dann nicht gebaut. Ich war dann fertig mit den Nerven, fertig mit der Bereifung und dann hatte ich auch keine Lust mehr. Es war so viel Arbeit. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange ich wirklich gebraucht habe.
lass es. Ja, ich habe Pausen natürlich gemacht zwischendurch und das Spiel auch mal angehalten und nachgedacht und die ganze Sucherei, ich weiß nicht, 6 Stunden bestimmt. Ich will aber jetzt auch nicht übertreiben oder so. Aber wenn ich mir das Fertige so anschaue, dann bin ich doch wirklich sehr stolz. Es wird leider, ich weiß, die Leute, die professionell Speedbuilds machen bei Sims 4, die fliegen am Ende nochmal so schön mit der Kamera über das Gelände und durch die Räume. Das werdet ihr hier leider nicht sehen, denn das habe ich nicht mehr gemacht. Und ja, ich hoffe aber, dass euch das unfertige Produkt trotzdem gefällt. Ich finde, es sieht gut aus. Es kann auf jeden Fall schon mal als Inselresort durchgehen. Und ich hoffe, es gefällt euch. Und ja, dann lasst mir einen Kommentar da, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und vielleicht mache ich sowas nochmal in der Art. Dann geht es vielleicht auch schon ein bisschen besser. Und eventuell habe ich dann nicht ganz so viele Probleme. Und vielleicht geht es dann auch ein bisschen schneller und werden keine 4 Folgen, sondern nur 3. Das werden wir dann sehen. Und ja, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen und bis dahin, eure Trin.